Bei Ravak, das ist gerade noch mal gut gegangen. Ich hatte schon geahnt, dass meine Abwesenheit Wellen schlägt, aber von solchem Ausmaß. Halb Karakis scheint mich zu suchen. Nicht gut. Und du willst trotzdem zurück? Natürlich. Ich will mich nicht aus der Verantwortung stehlen. Und ich kann nicht zulassen, dass meine Familie für mich gerade stehen muss. Besser, wir halten uns ran. Die Zeit drängt. Danke nochmal, dass du mich nicht in die Pfanne gehauen hast. Nicht auszudenken, was passiert wäre, hättest du nicht mitgespielt. Aber vergessen wir den Vorfall. Hoffentlich begegnet uns keine weitere Patrouille. Mir nach. Jo, gleich. Das ist ein nettes kleines Hütchen im Wald. Gibt so Horror-Film-Vibes. Stegensbringer? Oh, krass, hier ist einfach auch noch eine legendäre Waffe. Wahrscheinlich nicht so eine starke, aber. Was war es denn gerade? Das war doch eine Schusswaffe, oder nicht? Nee? Bogen? Ah, doch, hier. Segensbringer. Energiewaffe. Naja, gut dafür, dass sie einfach so geschenkt da lag. Weiter geht's. Wirst du von allen Morkons so behandelt? Ach, mit den meisten Abwerbern kommt man eigentlich gut aus. Bei den Resistenten hingegen, oh, vor denen muss man sich in Acht nehmen. Nicht, dass du ein falsches Bild von uns gewinnst. Eine gewisse Strenge hat auch was für sich. Das schweißt die Gemeinschaft zusammen. Wenn du das sagst. Es gibt da noch etwas, wovor ich dich warnen sollte. Keine Sorge, mit den Resistenten komme ich klar. Die meine ich ausnahmsweise mal nicht. In dieser Gegend streift ein verflucht mieses Vieh herum. Hat schon so manchen verschlungen, der nicht auf den Wegen geblieben ist. Wie einladend. Nicht wahr? Also, bleib mal dicht auf den Fersen. Den haben wir doch, glaube ich, schon gekillt. Hier ist irgendwie... Ach, da oben ist der Gegner. Ist das besagter Nichtweg? Komm her! Achtung, Viehfeld. Hä? Hier ist Teleporter? Ah, okay, wir brauchen aber trotzdem noch ein bisschen. Jetzt aber weiter. Ich will das Vieh abmurksen. Da oben? Da war ich noch nicht. Da hat's Banditen oder so. Oh ja, das sieht nach Banditen aus. Okay, das beim Teleporter. Ich gucke mir das nur einmal ganz kurz an. Tatsächlich. Eine Schlägerei? Da Schlägerei? Nein! Och, hau doch auf die... Hä? Oh! Ja, danke für gar nichts. Also in dem Punkt ist diese automatische Zielerfassung wirklich ein bisschen sehr scheiße. Oh. Warte, ich mach das am besten kurz. Ich mach das anders. So, ich stelle mich hier oben hin. Mal sie aber eine Granate rollen. So, nicht Freunde. So. Nerv. Ah ja. Was? Ich helfe dir. Ja, dann. Du Lump. 1000 Explosionen. I love it. Hä? Achso, eine Mine wahrscheinlich. Irgendwas hat mir 500 Erfahrungspunkte gegeben. Oh, boy! Ich bin echt zu blöd, die Minen zu sehen.
Ah, da hinten ist nochmal eine. Warte mal. Da ist eine Granate gelandet. Die Gegner sind schon sehr stark. Und zack. War noch sehr gut aufgestellt tatsächlich. Das hier wäre auch so ein Ort, da könnte richtig gut so eine Schatzkarte noch sein. Topf. Ah. Da ist der Funkmast, wo tatsächlich mal oben noch was drauf ist. Aber das sieht nicht so nach einer Schatzkarte aus hier. Naja, dunkles Elex. Eine Truhe. Alltags in der Hose, ne? Nett. Gut, alles klar, bin wieder da. Sorry. Jetzt aber weiter. Ich wollte nicht, dass du mich vermisst. Hier müssen wir sehr vorsichtig sein. Wir wollen ja keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Redest du von deinem Menschenfresser? Ja, dieses Vieh streift nur unweit von hier herum. Was für ein Ding ist das überhaupt? Ein Bergtroll, um es auf den Punkt zu bringen. Da kann ich dich beruhigen. Der ist bereits tot. Unmöglich. Nichts ist unmöglich. Oh, Jutta. Oh, ich bin baff. Du bist voller Überraschungen. Unglücklicherweise gibt es aber noch mehr von diesen Riesenviechern. Und deshalb will ich dir was geben. Nimm das hier. Das steigert deine Überlebenschance, wenn es einmal hart auf hart kommt. Woher hast du das Zeug? Von Danilo. Das sind die Sachen, die ich nach seinem Tod vergraben hatte. Wieso vergräbst du Heiltränke? Hätte ich sie damals am Mann behalten, wäre ich vielleicht nicht ins Feuer. Heiltränke? Du hingegen findest bestimmt eine Verwendung dafür. Und sei es nur, um deinen eigenen Hintern zu retten. Jetzt aber weiter. Es ist nicht mehr weit. Kurz vor der Grotte gehen wir wieder unsere eigenen Wege. Es ist so cool, dass sie das halt wirklich einbauen, wenn man die Gegner schon besiegt hat, dass sie auch sofort eine Dialogoption geben. Das ist so gut. Solange die Resistenten mich im Visier haben, ist es besser so. Deine Entscheidung. Ich empfehle dir übrigens, Costa einen Besuch abzustatten. Den kenne ich bereits. Eigentlich sollte mich das wundern. Aber du verstehst es, mich ein aufs andere Mal zu überraschen. Naja, dann weißt du ja sicher schon, dass man bei ihm ein paar Splitter verdienen kann. Aber bevor du mir sagst, das hast du auch schon erledigt, ziehen wir besser weiter. Jetzt ist es wirklich nicht mehr weit. Wie schnell doch so eine Reise vergeht, wenn man sich in guter Gesellschaft befindet. Hoffentlich schiebt nur Dimitri Wache. Wenn Marat ebenfalls auf Posten ist, führt das immer zu Problemen. Da erzählst du mir nichts Neues. Das ist so cool mit dir. Oh, es ist so. Ich lieb's. Es macht das ganze Spiel einfach so hart authentisch. Ach, den Unhold haben wir da auch schon besiegt. Der Bergtroll oder. Ne, das war ja ein Unhold da. Ja. Aber irgendwie der achte. Oh Gott. Den habe ich nicht gesehen. Einer.
Hast du mich also gefunden? Warum bist du im Vorfeld mir davongerannt? Na, du hast angefangen, mich auszufragen über Red, über die Berserker. Da habe ich Panik bekommen. Ich dachte, ich wäre aufgeflogen. Es war offensichtlich, dass Red dich geschickt hatte. Und inzwischen dürfte es für dich kein Geheimnis mehr sein, dass ich ein Morkon bin. Oder eher gesagt, war. Was meinst du damit, du dachtest, du wärst ein Morkon? Ich nehme an, du hast mein Tagebuch gefunden. Hast du es gelesen? Ja, ich weiß über alles Bescheid. Dann brauche ich dir ja nicht nochmal alles zu erzählen. Meine schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Die Morkons haben mich tatsächlich vergessen. Zu den Berserkern zurück kann ich nicht mehr. Und die Morkons erinnern sich nicht an mich. Sie lassen mich nicht einmal hinein. Sagen, sie wüssten nicht, wer ich bin. Ich habe seit Jahren keine Rituale mehr für Ravak abgehalten. Ich sehe aus wie ein Berserker, rede wie ein Berserker, hatte eine gute Arbeit und wurde respektiert. Und jetzt sitze ich hier, heimatlos. Kannst du nirgendwo anders hin? Ich dachte, ich versuche mein Glück bei den Outlaws. Ich weiß einiges über die Morkons und die Berserker. Vielleicht kann ich mir mit diesen Informationen ihr Vertrauen erkaufen. Bei den Klerikern kann ich das wohl vergessen. Die lassen sich auf solche Deals eher nicht ein, denke ich. Und bevor ich zu den Alps gehe, werde ich lieber zum Einsiedler. Gibt es keine Möglichkeit, wieder bei den Morkons aufgenommen zu werden? Keine Chance. Ich habe alles versucht. Alle, die ich bei ihnen kannte, sind tot. Ich wollte mich sogar gefangen nehmen lassen. Nicht mal das wollten sie. Weil ich ein Spion der Berserker sein könnte. Zarina persönlich hat mir anscheinend den Zutritt verboten. Ich hätte Glück, dass sie mich nicht sofort hinrichten, sagten sie. Nein, ich muss mir was anderes überlegen. Hast du eine Idee, was ich jetzt machen könnte? Okay. Naja, eigentlich, wir könnten ein gutes Wort bei ihm einlegen. Nicht trödeln. Ich meine, wenn er jetzt wirklich Jahre bei dem Berserk war. Wir sind da, die Grotte, Heimat der Morkons. Bevor ich mich verabschiede, gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich dir nicht verschweigen will. Hör mir jetzt gut zu. Unter den Morkons existiert neben den Resistenten und Abwerbern noch eine andere Gruppe. Jo, wiss mal. Sie steht für etwas, das einem Großteil meines Volkes zuwider ist. Kennen wir schon alles. Ich kann dir nicht mehr über ihre Ziele sagen oder wer sie sind. Nur so viel. Du wirst sie finden, wenn du für eine gerechte Sache eintrittst. Aber jetzt... Jo. Wenn du mal ein paar Splitter übrig hast, komm mich ruhig besuchen. Wir sehen uns. Alles klar, viel Spaß. Ich habe auch wieder sehr gute Erfahrungspunkte. Tengis können wir Bescheid geben. Wenn wir ihn finden. Dann ist... Warte, hier gab es dann noch mal eine Mini-Quest. Oh ja, es gibt tatsächlich wieder... Cool. Mal so eine nette Side-Quest. Ich. Er ist zurück. Und woher willst du das wissen? Ich bin mit ihm zusammen hier angekommen. Das gefällt mir nicht. Was stört dich daran? Die Abwerber hatten Weisung, mich unverzüglich über seine Rückkehr in Kenntnis zu setzen. Ich denke, in Zukunft werde ich ihnen gegenüber deutlicher werden. Mit Ivan werde ich weniger nachsichtig sein. Wieso das? Weil ich den Verdacht habe, dass er gemeinsame Sache mit dem Feind macht. Anstatt sie zu erschlagen und auszuplündern, handelt er mit ihnen. Und das ist ein Verbrechen? Ja, und ich kann es ihm auch beweisen. Schon länger sind auf seiner Beute keine Kampfspuren zu sehen. Nicht ein Tropfen Blut haftet ihr an. Er kann sie also nicht mit Gewalt an sich gebracht haben. Das ist alles?
Nicht doch. Du hast genug Zeit mit ihm verbracht, um meine Vermutung zu untermauern. Also, stimmt es, dass er mit dem Feind Handel treibt? Boah, wir sind, ich bin einfach ein guter Mensch. Der Ivan ist super nett. Du irrst. Er hat nichts getan, was euren Geboten widerspricht. Tatsächlich, wenn das wahr wäre, hat er nichts zu befürchten. Stark gesunken. Aber es wäre naiv von mir, allein auf das Wort eines Außenstehenden zu hören. In der Blutzisterne werden wir seine Unschuld feststellen. Diese Splitter sind für dich. Ich sehe deinen Auftrag als erfüllt an. Und diese, weil du mir Rede und Antwort gestanden hast. Vorerst gibt es... Ja, okay. Und nimm das hier. Das kleidet dich besser als die Lumpen, die du mit dir führst. Was Ausrüstung können wir auch noch. Wenn jemand dir noch etwas schuldig ist, such ihn besser auf. Nach der Behandlung wird er vielleicht nicht in der Lage sein, seine Rechnungen zu begleichen. Also, lass dir nicht so viel Zeit. Enttäusch mein Vertrauen nicht. Todesurteil? Hold on. Oh boy. Oh boy. Du sorgst dich um die Falschen. Sie verdienen es nicht, dass ich meinen Kopf über sie zerbreche. Sie nicht, aber ich. Du spielst auf den kleinen Dienst an, den du mir erwiesen hast. Nun gut. Ich kann nicht leugnen, dass du mir eine Hilfe warst. Aber die Gefangenen bringen Veränderung mit sich. Ein Umstand, den ich zutiefst ablehne. Alles, was ich verlange, ist, dass sie nicht verhungern. Ich werde sie nicht ernähren. Und deine Händler, was ist mit denen? Die Ware ist für den Verkauf bestimmt. Wir haben nichts zu verschenken. Du wirst mir also nicht entgegenkommen. Ein Rabatt ist alles, was ich den Abwerbern anbieten kann. Sie werden weiterhin für die Nahrung bezahlen müssen, aber ich erlasse ihnen einen Teil der Summe. Klingt fair. Auch wenn ich es nicht gutheißen kann, dass du den Abwerbern hilfst, kann ich nicht verleugnen, dass du hilfst. Dir ging es nie um den Proviant, du wolltest nur Ivan zurück, richtig? Korrekt. Ich schätze es nicht, hinters Licht geführt zu werden. Licht und Schatten liegen dicht beieinander. Oh, oh. Zu glauben, dass ich einem Fremden mehr Vertrauen entgegenbringe als einem der unseren, ist ausgesprochen leichtgläubig. Außerdem bist du nicht leer ausgegangen. Um dir klarzumachen, was meine Dankbarkeit wert ist, wird Khan von deiner Hilfe erfahren. Entgegen meiner Überzeugung werde ich mich dafür aussprechen, dich in unsere Reihen aufnehmen zu lassen. Das Spendeneintreiben abgeschlossen? Wait. Hat er nicht gesehen? Nein, er hat es nicht gesehen, lol. Ja, hau bloß ab. Cool. Zack. Ich wollte eine Fernwaffenwerkbank noch finden, aber naja. Boah, nee, ein Todesurteil hätte ich jetzt gar keinen Bock. Ja, Alexei wird zufrieden sein. Dann gehen wir erstmal zu dem schnell und machen da die Quest fertig.